So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wir machen heute weiter mit den, vielleicht mit dem Finale der Race und fangen dann an mit dem Rennen. Damit wir hier dann auch zumachen können. Es sollen offiziell 15 Rennen noch offen sein. Mal gucken, wie es am Ende läuft. So, gucken wir mal, was wir so haben. Fahren wir Bugatti. So, wir sollten unter die ersten drei kommen, das ist klar wieder. Aber schauen wir mal. Faster than Light heißt das erste Rennen für heute. Na gut, auf geht's. So, ein paar mehr Autos auf jeden Fall auf der Strecke sehe ich gerade. Und nicht nur, wie ich glaube, da vielleicht vier. Insgesamt sind wir acht. Ich hoffe, dass wir keine Cops auf dem haben. Aber sieht zumindest nicht so aus, weil wir keine Verfolgungstechnologie haben. Scheiße. Wollte ich alles anders gut. So konzentrieren jetzt gerade, dass ich hier vielleicht die Möglichkeit habe, die ersten drei zu hüpfen. Kommt aber auch nicht wirklich da mal irgendwie vorbei an dem. So, jetzt sind wir mal Erster. Und das kann auch gerne bis zum Ende des Rennens so bleiben. Das wollte ich umfangen. Aber ab und zu. Ja, war klar, dass noch ein Bugatti vorbeifliegt. Aber jetzt, wenn wir Zweiter werden sollten, ist es okay. Übrigens, laut Intro-Bildschirm sitzen uns noch 15 Rennen offen. Also werden wir es wahrscheinlich sogar doch nicht komplett durchkriegen. Aber gucken wir mal. Gehen wir gerade mit vorbei hier. Ja, der hat Glück gehabt, dass hier mit der Geschwindigkeit, bei der Geschwindigkeit in dem Auto vorbeiflog. Kilometer noch. War mir fast klar. Weil wir so ohne Probleme mit dem Ding weiterfahren bei den Geschwindigkeiten.
Ich habe zwei Autos da hinter mir kleben. Das ist das, was mir nicht gefällt. Wenn einer wäre, wäre es nicht tragisch. Ich habe aber auch nicht wirklich in Schlagdistanz gegen den Typen. Der hat schon gewonnen. Aber wir werden zweiter und geschlagen. Und werden so dieses Rennen. Na, schade, ich hätte gerne als erstes gehabt. Aber ich habe da nun mal gar keine Chance mehr gehabt. Jetzt 8, 9 Kilometer war der ohne Fehler vorne. Aber wichtig ist, dass wir das Rennen abgearbeitet haben. Das ist. Mehr brauche ich erstmal nicht. So, nächstes Level wäre 1,265 Millionen. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht jetzt zusammen. Ne. Wir kriegen doch nicht mal ein neues Auto. Das kriegen wir erst mit dem nächsten Rennen zusammen. So, nächstes Rennen ist dann, was wir jetzt noch haben. Nein, Zeitfahren. Weit, weit. So, unser Ziel ist es, mit 3 Minuten 25 dieses Rennen abzuarbeiten. 14,1 Kilometer sind das. Und Strafen können wir auch keiner, brauchen wir keiner erwarten. Da ist es nicht tragisch. Die gibt es nur bei dem Schnellansatz von den Cops. Aber die Cops haben wir ja schon so in einigen Folgen durch. Ich habe mir dran gedacht, dass ich da das an Abkürzung war. So. Ich habe nicht die Kollision gekriegt, aber. So, 6,8 Kilometer und dann haben wir es. So, wieder. Wollte mir nicht in den Drift gehen. So, 3, irgendwas Kilometer haben wir noch. Oh, das war nicht ohne die Ecke hier. Ich bin froh, dass ich ein bisschen rübergefahren bin noch. Das Gold kriegen wir nicht hin. Ziel ist weiter der nächste Kurve, aber das kriegen wir nicht hin. Aber auf Silber. So, haben wir das auch durch.
Und dann haben, so fliegen wir gerade so ein bisschen durch. Durch die Rennen. Ich gucke jetzt aber mal, vielleicht noch mal ein kleines Duell oder so haben. Das wäre natürlich schön. Neues Auto kriegen wir immer freigeschaltet. Chevy GT 500, Performance-Serie. Ah gut, die haben wir ja schon ewig gehabt, aber da fehlen jetzt die Autos zu. Fehlten vorher die Autos zu. Ich glaube, hier unten sind wir nämlich alles durch. Das ist durch. Hier ist noch ein Zeitfahren. Ah, Fast Track. Komm, dann machen wir das Zeitfahren noch. Dann haben wir das Thema nämlich auch gegessen hier unten. Und dann fahren wir nämlich die kurzen Zeitfahren. Denn bei 15 Rennen, die noch irgendwie offen sind, dann brauchen wir ein bisschen Zeit. Wenn ein paar Zeitfahren dabei sind, ist das immer gut. So, 1,58, also beziehungsweise Maximum 2,28, die wir knacken müssen. Mit 10 Kilometern ungefähr sind das. So, auf geht's. Ich hoffe, das war jetzt. Ich glaube, wir fahren jetzt mit über Autobahn nur. Ich habe mir die Route nicht wirklich angeguckt, aber eigentlich wäre. Ja, cool. Ja, nicht ganz, also nicht da. Da geht's irgendwo belegt ab. Na. Dankeschön für den Rammer. Das hat mir, hast du sehr gut gemacht da. Nee, das wird nicht auf Gold werden. Aber wieder was. Gucken wir das wahrscheinlich auf Silber sogar hinkriegen. Naja, prima. Silber. So, dann haben wir den Silver Day gehabt. Also drei Rennen hintereinander auf Silber abgeschlossen. 2 Minuten 1 haben wir gebraucht. So, mal gucken, was wir hinkriegen. 2,02 gibt es ein neues Auto. Das haben wir jetzt schon mal frei. Wir werden hier keinen Maximalrang wahrscheinlich hinbekommen. Dazu müssen wir wahrscheinlich alles auf Gold fahren. So, der erste Mathe DBS haben wir Super Serie mal freigeschaltet. So. Und dann machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Rest. Also noch viel Rest. Bis dahin. Tschüss.